Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit eurem Dar Steffen. Ich wünsche euch einen schönen Montag und einen Abend, wann auch immer ihr noch schaut. Viel Spaß mit dieser Folge und auch gleich eine Information. Ja, ich wechsle erstmal wieder in den Spielbildschirm. Da, so, dass ich hier erstmal stoppe, versehentlich. Denn ich nehme jetzt mit oben Broadcast auf und teste mal ein bisschen aus, wie das funktioniert. Und ja, deswegen mache ich mal die beiden Szenenwechsel am Anfang und am Ende und läuft schon mal ein Creeper rum. Kleine Hacksau. Wie wir bestimmt auch mal haben. Creepersau, ich sehe dich, Pisser. So. Ja, ich nehme jetzt mit oben Broadcast auf, ich hoffe, klappt alles so wie ich möchte. Abonnenten Special habe ich ja auch schon mit oben Broadcast aufgenommen. Aber ich habe gemerkt, dass die Qualität etwas gelitten hat. Und ja, ich hoffe, dass die Einstellungen, die ich jetzt habe, besser sind. Die Qualität auch besser ist. Und ja, wir werden einfach mal testen. Die Woche, die Wochenaufnahme jetzt, Montag, Mittwoch, Freitag, jetzt klappt. Euch das gefällt, vielleicht füge ich später noch auf die Webcam hinzu. Da muss ich aber schauen. Und ja, ich spiele einmal mit dem Podcast und teste mal aus, wie das ist. Ich hoffe, es ist qualitätsmäßig einigermaßen gut. Da muss ich dann noch ein bisschen Einstellungen ändern. Wie gesagt, es ist erstmal eine Testaufnahme, die drei Folgen, wie das funktioniert, wie das klappt alles. Abonnenten-Special hat ja gut geklappt, hat vielleicht etwas leicht geruchelt, glaube ich, aber im Prinzip hat es gut geklappt mit dem Podcast. Jetzt teste ich das einfach mal aus, wie das läuft. So. Gut, soll ich bauen? Noch ein Haus soll ich bauen, ne? Ich baue das Haus einfach mal hier mit hin. Hier so. Da mache ich erstmal ein bisschen Platz. Also auch noch ein bisschen weg dann. Hier auf dem Weg. So. Haus mal ein bisschen weg hier. Der Baum ist auch noch weg. Steht definitiv im Weg. So, weg mit dir, komm. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrung habt mit Open Podcast oder was so eure Einstellungen sind, könnt ihr mir ja mal Screenshots schicken. Ja. Ich werde euch in den Videos auch meine Facebook-Adresse verlinken. Da könnt ihr mir auf mein Profil, ja. Da müsst ihr sagen, ich schicke euch mal meine Facebook-Seite. Ich habe ja noch eine Minecraft Facebook-Seite. Da könnt ihr mal die Screenshots rein. Posten. Ja, und dass ich mal sehen kann, was du eure Einstellungen sind, die ihr benutzt bei Open Podcast, mit was für Einstellungen ihr spielt. Weil für mich ist Open Podcast noch Neuland und ich muss mich damit einfach ein bisschen zurechtfinden. Wie gesagt, ich habe schon mal meine Abonnenten-Special damit aufgenommen, weil ich keinen Bock hatte, das alles zusammen zu friemeln, zusammenzuschneiden, was es lange braucht. Weil Fraps zerteilt das ja in aus Videoteile. Ich habe ja die erste Special-Aufnahme habe ich ja mit Fraps aufgenommen. Dann hat mir der Anfang gefehlt. Aber es waren auch gute 7-8 Videostücke, Videodateien von Fraps. Von einer halben Stunde Aufnahme. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe doch den Open Broadcast, warum benutzt du nicht mal das? Ja. Da habe ich mal Open Broadcast probiert und ja. Jetzt auch richtig gut eigentlich und ich werde euch auch mal irgendwann ein Livestream machen. Ja, also ich werde schon mal versuchen ein bisschen an den Fortschritt an zu heften oder anzuheften, warte mal, wie sagt man das? Anzuknüpfen, genau, anzuknüpfen. Einfach nur, dass dass ich auch mal ein bisschen an Fortschritt bin, also weil
zu viele Leute schon Livestreams machen. Da muss ich auch mal anknüpfen und auch mal Livestream machen. Weil Livestreams werden eigentlich sehr gerne geschaut. Und da kann ich das auch mal probieren. Ich denke mal, das bekomme ich auch hin, Livestream zu machen. Ja, ich werde auch gerade so kurz ein bisschen. Das grüßt die Framerate gerade etwas ein. Ich weiß auch nicht, wie stark man das jetzt im Video sieht. Ich hoffe nicht zu stark. Wenn nicht, muss ich noch an Einstellung was ändern. Wie gesagt, das ist ja meine Testaufnahme, die drei Folgen für die Woche. Und ja. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen eine gute Einstellung finde. Vielleicht kann ja auch einer, der das von euch auch nutzt, ein paar Tipps geben oder mal einen Screenshot schicken. Mit eurer Einstellung, die ihr benutzt zum Aufnehmen. Weil wie gesagt, ich habe damit noch sehr wenig Erfahrung mit Open Podcast. Ich habe es jetzt nur mal eine halbe Stunde aufgenommen, mein Abonnenten-Special, mehr auch nicht. Und ja. Ich habe schon gemerkt, dass die Qualität nicht die beste ist für ein Video. Aber doch schon gut ist. Also verzeiht mir jetzt die drei Aufnahmen von der Woche vielleicht nicht so besonders gut sind von der Qualität her. Ich gebe aber mein Bestes, dass es ordentlich wird. Wie gesagt, man muss sich auch in bei neuen Sachen erstmal reinpitzen, dass alles funktioniert. Ja. Ich werde beispielsweise nach der Folge gleich mal schauen, wie das so aussieht. Und ja, das einfach mal dann abchecken, ob das auch wirklich einigermaßen gut ist oder ob das scheiße ist. Naja. Ich bekomme das schon hin, keine Sorge. Irgendwie bekommt man alles hin im Leben, ne? So nur auch über Knochenbrüche. Oder Leichen gehen. Nee, Scherz. Mach nie sowas. Mach nicht solche Sachen. Ne? Lasst euch das nicht von mir einreden. So, scheiße, ich würde ein Haus bauen, ey. Mann, was mache ich denn hier? Ich renne wieder wie ein Idiot nur rum und laber scheiße. Mann! Mann, ey! Steffen, du Arsch! Kannst du nicht mal ordentlich aufnehmen, aber was? Meine Fresse, ey. So ein labernder Typ. So. Gut. Haben wir noch ein bisschen Wiese. So, ich will Wiese mit der Hand. Bam, bam, bam. So. Reise Samen. Jetzt denkt nicht zweideutig bei dem Wort Samen, klar. Ich kenne auch ein paar Leute, die denken da wirklich echt zweideutig. Man sagt nur mal Samen und schon denken sie zweideutig. Das ist alles nur perverse Schonerei. Naja. Ich sag mal dazu nichts mehr, ne? Ich denke mal, das werden viele kennen, diese Zweideutigkeit. Gehört halt so ein heutigen Leben dazu, immer so zweideutiges Denken. Und ohne zweideutiges Denken wäre es auch sehr langweilig im Leben. Ich glaube, da stimmen mir bestimmt viele Leute zu. Denn ich gebe auch zu, ich denke auch gerne mal zweideutig, wenn jemand mal was sagt, was zweideutig klingt. Weil einfach der Spaßfaktor dann das enorme wächst. Aber egal. Wir bauen jetzt mal unser Häuschen hier. Die kleinen Fremden. Einbrüchen, wo ich das Framerate schon ein bisschen reduziert habe, der Einstellung für Podcast. Aber die sind immer noch nicht perfekt, glaube ich. Aber das kriegen wir schon hin. 3, hier ist die Tür. Pep. Da die Tür. Hier kommt der Eingang. So. 1, 2, 3, schon entsteht wie ein neues Häuschen. Ich krieg hier schon noch ein schönes Dorf zusammen, das sage ich euch. Mann, das leckt aber auch gerade übelste Sorte, ey. Ich hoffe, das sieht man nicht so doll im Video. Weil das wird schon echt scheiße finden. Mein Arbeitsspeicher ruckelt auch gerade übelst. Ups, der röchelt gerade ganz schön. Der Arbeitsspeicher ist wieder überlastet, ey. Ich
scheiß 4 GB Arbeitsspeicher. Ich brauche mehr Arbeitsspeicher. Aber naja, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich eh wieder mal einen Rechner zulegen zum Zocken, der mehr Leistung hat. Der ein paar Gigabyte Arbeitsspeicher hat, 16 bis 32 GB oder so, dass ich wirklich richtig Power habe. Weil mein Laptop, die Kiste bringt nicht gerade viel, wie ihr merkt, ist so. Das hat schon echt zu tun, sein 4 GB Arbeitsspeicher. Der kommt dann schnell ins Trudeln und ins Röcheln. Ich gehe jetzt nicht mal schlafen. Ich muss echt noch ein Bett da oben bauen. Das geht schon mal runter. Die Kurse ist dann eh um. Boah, ey. Sieht nach. So. Da wechsle ich mal. In die 2. Ich hoffe, das tappt auch gerade drüber. Ich werde einfach mal schauen. Ja, macht es. Dann verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Lasst viele Kommentare und Bewertungen da. Gerade über oben Podcast. Ich könnte da eure Hilfe echt gut gebrauchen. Ich hoffe, es gibt unter euch Zuschauer ein paar Profis, die damit auch aufnehmen. Und ja, ansonsten sage ich, schau mit V und selbe Stelle, selbe Welle. Euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche, bin ich bescheuert. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis die Tage und macht euch nicht so viel Stress auf Arbeit. Geht die Woche entspannt an. Ciao.